Hallo Anni. Hi, morgen. Danke, dass du Lust hast zu diesem kleinen Interview. Ja, sehr gerne. Ja, ich wollte dich ja interviewen zum Thema Hypnose. Ja. Ja, und habe ein paar Fragen vorbereitet. Na, dann lass mal hören. Warum bist du zu mir gekommen zur Hypnosetherapie? Ja, warum bin ich zu dir gekommen zur Hypnosetherapie? Also ich habe ja schon mal Hypnose kennengelernt, auch in früheren Zeiten, und hatte aber nach wie vor so einige Probleme, zum Beispiel mit sowas hier zu stehen und frei zu sprechen vor anderen Menschen oder vor der Kamera. Das war für mich erstmal recht undenkbar. Und da ich beruflich das aber gerne nutzen wollte, habe ich einfach gedacht, so jetzt musst du was tun. Und dann habe ich dich ja kennengelernt und habe dich sehr sympathisch gefunden und habe sehr viel Vertrauen zu dir gehabt und habe gedacht, ich probiere es einfach mal aus. Sehr schön. Sind deine Erwartungen denn erfüllt worden? Absolut. Mehr als erfüllt. Ja? Ja. Kannst du einen Unterschied sagen zwischen meiner Hypnose und den Hypnosen von früher? Ja, absolut. Deswegen sind meine Erwartungen auch mehr als erfüllt, weil du ein Mensch bist, der unglaublich viel fühlt, mitfühlt in dem Prozess und einem da, wo andere aufhören, einfach noch weitergehen lässt. Und deshalb ist es so erfolgreich. Also deshalb hast du bei mir Dinge geschafft, die niemand geschafft hat bis jetzt. Okay, herzlichen Dank. Was hat sich denn für dich jetzt verändert nach den Hypnosen? Alles. Alles, mein ganzes Leben hat sich verändert. Meine Empfindungen haben sich verändert, meine Sichtweisen. Mein Umfeld, ja, reagiert anders auf mich. Also es hat sich eigentlich alles verändert. Zum Positiven? Ja, sehr gut. Okay, und würdest du die Hypnosen denn weiterempfehlen? Unbedingt. Unbedingt, ja. Leute, wenn ihr ein Problem habt, dann danke ich dir vielmals für das Interview, Dani. Sehr gerne.